redet der Herr im ersten Hauptteil, Matthäus 24, Vers 4 bis 14, er kommt für die Völker als Richter. Und jetzt die große Frage, warum kommt Herr Jesus Christus für die Völker als Richter? Ganz einfach, weil uns Vers 4 und Vers 11 das Geheimnis lüftet, dass vor seiner Wiederkunft viele falsche Propheten kommen. Politische und religiöse und geistliche und christliche. Und wir könnten jetzt die falschen Propheten alle aufzählen, bis dann der eine falsche Prophet kommt, der fast die ganze Menschheit hin zum Antichristen führt. Ich sage fast, weil ein Teil des Volkes Israel ja nicht mitmachen wird. Wir werden es gleich noch hören. Also, der Jesus Christus kommt wieder. Die Völker, die Masse der Menschheit wird von falschen Propheten verführt. Frage, wann geschieht das? Vor seiner Wiederkunft. Und wenn wir jetzt auf die Heilsgeschichte zurückblicken, als der Herr damals vor 1900 Jahren auf dem Ölberg saß, bis heute sind 1900 Jahre vergangen. Was haben die Völker in den 1900 Jahren gehabt? Besonders die weiße japhetitische Rasse von Westeuropa. Die Völker, die nach 1. Mose Kapitel 10 namentlich genannt werden und die weiße japhetitische Rasse bilden, die an den Meeresländern oder Küstenländern wohnen, wo Dr. Martin Luther so ungeschickt übersetzt, an den Inseln. Na gut, England ist eine Insel und es gibt da noch so ein paar andere kleine Inseln. Aber wenn wir uns die Landkarte Europas jetzt anschauen, da müssen wir sagen, Meeresländer oder Küstenländer, wo die Söhne von Japhet sich ansiedelten, unsere Vorfahren. Ja, das stimmt ja, wenn wir schauen, bei der Türkei angefangen und gehen dann über Griechenland und dann über Italien und Spanien und England und Dänemark und Skandinavien, das sind alles Küstenländer, das sind Meeresländer, das sind zum Teil Halbinseln. Und das ist gemeint, dass wir beim Völkersegen des Noah lesen, dass Japhet diese Meeresländer, diese Küstenländer, dieses Europa besiedeln wird. Und dieses Europa heißt Abendland, das sogenannte christliche Abendland. Und dieses Europa trägt einen hebräischen Namen. Und dieser hebräische Name heißt Erep. Man sagt heute in Israel Erev Tov, guten Abend. Und aus Erep ist Europa geworden. Und Europa bedeutet der Abend. Von Israel aus gesehen liegt Europa im Abend. Und Apostel Paulus zieht in das Abendland, zieht in den Erev, nach Europa und bringt den Völkern Europas in den Meeresländern der weißen japhetitischen Rasse das Evangelium. Und mehr oder weniger hat die weiße Rasse das Evangelium. Wenn es auch unterschiedlich war in der Kirchengeschichte, die Bayern haben ja schon das Evangelium im 3. Jahrhundert nach Christus gekriegt. In Landsberg am Lech ist die erste deutsche Märtyrerin gestorben, eine sogenannte Afra, ein Soldatenmädchen, die mit der römischen Armee hierher kam. Norddeutschland hat es ein paar hundert Jahre später bekommen durch Bonifatius. Und nun könnten wir Europa und den ganzen amerikanischen Kontinent mitrechnen, der von der weißen Rasse von Europa besiedelt ist. Das christliche Abendland ist darum christliches Abendland, weil es zu den japhetitischen Völkern gehört, die das Evangelium für runde 2000 Jahre bekommen haben. Und nun, was haben die Völker mit dem Evangelium gemacht? Sie verwerfen den wahren Heiland Jesus Christus und sie erwählen den Antichristen. Statt auf die Prophetie der Bibel, auf das Wirken des Heiligen Geistes zu hören, verfallen sie dem Antichristentum. Es steht hier als erstes falsche Propheten. Sie werden von innen ausgehöhlt. Der moralische, sittliche Niedergang, gerade in der weißen Rasse, ist durch dieses falsche Prophetentum derart gefördert, dass nachdem die Völker diesen inneren, sittlichen Niedergang erlebt haben, natürlich das Äußere kommt. Krieg und Kriegsgeschein. Ein Mensch, der innerlich keine Ehrfurcht mehr vor Gott hat, hat auch äußerlich keine Ehrfurcht mehr vor seinen Mitmenschen. Und darum kann er äußerlich, ob er nun die Atombombe in der Hand hat oder irgendeine Axt, das spielt jetzt keine Rolle, darum kann er den Menschen töten. Der Mensch, der vor Gott innerlich keine Ehrfurcht mehr hat, der sich vom Heiligen Geiste und vom Worte Gottes
nicht mehr in die Ehrfurcht zu seinem Schöpfer mindestens und dann auch zu seinem Erlöser leiten lässt, der hat keine Ehrfurcht mehr vor den Mitmenschen. Der kann den Mitmenschen töten im Mutterleibe, wie er Spaß und Lust hat. Und das sollen 40 Millionen jedes Jahr getötet werden, bevor sie überhaupt geboren sind. Und deswegen steht hier Kriege und Kriegsgeschrei. Erst kommt die innere Aushöhlung der Völker durch das Falschprophetentum all der Ideologien, von denen wir ja in den letzten Tagen schon einiges hörten. Und dann kommen Kriege und Kriegsgeschrei, dass also die Völker sich gegenseitig und untereinander durch Weltkriege umbringen. Und damit ist verbunden Pest, teure Zeit und Erdbeben. Man könnte fast sagen, die Erde kann die Gottlosigkeit der Menschen nicht ertragen. Und gerade die kommunistischen Länder, die ja nun seit 1917 singen und jubeln, ohne Gott und Sonnenschein fahren wir die Ernte ein, gerade diese Länder, die auf die Fahne ihre offiziellen Staatsideologie geschrieben haben, Atheos, es gibt keinen Gott, Atheismus, gerade die Länder, die haben die wirtschaftlich größten Schwierigkeiten, zum Teil sogar Hungersnöte. Und wenn wir denken, wie die Erdbeben in der letzten Zeit überhand genommen haben, man kann ja das da statistisch verfolgen, dass in den 84 Jahren, die in diesem Jahrhundert hinter uns liegen, derartige Häufigkeiten von Erdbeben gewesen sind, bis nach Südbayern, bis nach Südwürttemberg. Das hat es ja noch nie gegeben, dass es in diesem Teil Deutschlands Erdbeben gegeben hat. Zwar unten in der Türkei und in Persien und in Griechenland oder in Kalifornien, das sind ja so die typischen Erdbebenländer, aber doch nicht hier bei uns in Europa. Und da merken wir, die Erde kann quasi die Gottlosigkeit nicht mehr ertragen. Die Gottlosigkeit des Menschen, der auf dieser Erde lebt, die Erde fängt an zu beben zum Zeichen des Gerichtes. Und damit verbunden, Vers 9, Trübsal. Ihr werdet gehasst werden unter allen Völkern. Als ich jetzt zweimal in Kanada war, dann fragt mich die lieben Gläubigen dort, wie es denn bei uns ist, zum Teil auch in Amerika. Ich hatte manchmal den Eindruck, wir haben mehr Angst vor den Atombomben wie wir und mehr Angst vor den Russen. Weil wir so nah dran wohnen, dann wurde ich natürlich gefragt, damals wurde Herr Andropow gewählt, als neuer Präsident, inzwischen schon gestorben, als neuer Generalsekretär der Sowjetunion, und da wurde ich kreuz und quer, auch sogar interviewt, eine Zeitungsreporter kam und jemand vom christlichen Fernsehen und wie das dann alles so geht, und da muss ich bei mir denken, die Leute haben ja bald mehr Angst vor dem Kommen des Kommunismus und vor der Atombombe wie wir, in Westeuropa. Und da ist mir eins klar geworden, hier steht in Vers 9, gehasst werden von allen Völkern. Es lohnt sich also nicht mehr nach Australien oder nach Neuseeland oder nach Kanada auszuwandern. Lohnt sich nicht mehr. Warum nicht? Weil die Schrift sagt, gehasst werden von allen Völkern. Es gibt für den gläubigen Menschen auf dieser Erde, in dieser Endzeitsgesellschaft, der abfallenden Völker, die von allen Moralgeboten Gottes, von allen Sittlichkeitsmaßstäben, von allem Christlichen abfallen, da gibt's für uns kein sicheres Plätzchen mehr, ihr Lieben. Es ist völlig zwecklos, irgendwohin auszuwandern. Wenn wir jetzt Weltmenschen wären und wir könnten mit dem gläubigen Kalkül rechnen, was wir als Gläubige nicht dürfen, und ich sage das mit äußerster Überzeugung, damit Missverständnisse ausgeräumt werden, weil wenn Leute hören, der gute Mann, der da vorne predigt, der ist 25 Mal in Israel gewesen, hat ja einen Israel-Tick und das ist ja ein Israel-Fan und was dann alles erzählt wird. Wenn wir jetzt als Weltmenschen mit gläubigem Kalkül rechnen könnten, dann könnten wir nur eine Antwort geben. Wenn wir irgendwo ein Plätzlein suchen, wo wir sicher sind, dann gibt es nach der Aussage der Bibel, nach Sacharja 2, Vers 8, 125 Quadratkilometer, wo wir sicher sind. Denn um diese 125 Quadratkilometer wird der Herr eine feurige Mauer sein. Und diese 125 Quadratkilometer lauten, Sacharja 2,8, geh hin und sage diesem Jüngling, Doppelpunkt. Nun wollen wir hören, was dem Propheten Sacharja gesagt wird. Jerusalem wird bewohnt werden ohne Mauern, vor Menge des Volkes. Und weil Jerusalem keine Mauern hat, will ich eine feurige Mauer umher sein, spricht der Herr. Jerusalem ist normalerweise 4-5 Quadratkilometer groß, heute ist es 125 Quadratkilometer groß. Um die Jahrhundertwende lebten vielleicht dort 20, 30, 40.000 Menschen.
Heute leben dort 435.000 Menschen, 10 mal 12 mal so viel wie in der alten Zeit. Wenn jetzt also einer so ein bisschen mit frommen Hintergedanken sein Leben retten wollte, dann müssen wir ihm sagen, was wir als Gläubige nicht tun. Unser Auftrag ist das Land, wo uns der Herr hingestellt hat. Aber da müssen wir sagen, Freund, es lohnt sich nicht auszuwandern. Du bist weder in Kanada noch in Neuseeland noch sonst wo sicher. Du kannst dir da irgendwo eine alte Farm kaufen und jedes Jahr einmal nach Kanada fahren und gucken, ob alles in Ordnung ist. Und wenn dann der Russe über den Rhein geht, dass du das letzte Flugzeug bekommst und saust nach Kanada, ist alles völlig zwecklos, mein Freund. Es steht geschrieben, gehasst werden unter allen Völkern. Wenn du für einen Augenblick hier noch sicher sein willst, dann zieh erstmal nach Jerusalem. Da bist du ein bisschen länger sicher als in Kanada. Aber bedenke, hier steht geschrieben, unter allen Völkern. Denn wir werden gleich hören, dass sich in Jerusalem der Antichrist offenbaren wird. Also dann bist du da auch nicht mehr sicher. So, lange Rede, kurzer Sinn. Matthäus 24, Vers 4 bis 14. Mit den Völkern geht's ins Gericht. Mit den Völkern geht's abwärts. Mit den Völkern geht's in das Antichristentum hinein, in den Abfall hinein, in die Zeiten Noahs hinein, in die gräulichen Zeiten hinein. Es gibt unter den Völkern keine Welterweckung. Es gibt keine Weltausgießung des Heiligen Geistes, wie uns die Schwärme immer weismachen wollen, sondern mit den Völkern geht's grandios abwärts. Es heißt im 2. Thessalonicher Brief, Gott sendet ihnen kräftige Irrtümer. Warum? Weil sie der Wahrheit nicht geglaubt haben. Sie haben 2000 Jahre die Wahrheit in Christus gehabt, haben die Wahrheit nicht geglaubt, sie wählen den Antichristus, mit den Völkern geht's abwärts ins Verderben, ohne Übertreibung gesagt, ins ewige Verderben. Das ist also der erste Teil. Wenn der Jesus Christus wiederkommt, wird er eine Welt finden, wird er die Weltvölker vorfinden, gerichtsreif, und hier deute ich nur an, gerichtsreif sind die Völker erst dann und keinen Augenblick früher, jetzt sind sie noch nicht gerichtsreif, ihr Lieben, jetzt noch nicht. Wenn jetzt die Völker schon gerichtsreif wären, dann würden wir nicht mehr evangelisieren. Denn die Völker sind erst dann gerichtsreif, wenn der himmlische König seine Botschafter zurückzieht. Und der himmlische König zieht erst dann seine Botschafter zurück, wenn der letzte zur Gemeinde hinzugetan ist, dann entrückt er seine Gemeinde, die Botschafter an Christi statt. Und dann ist die Welt gerichtsreif, wenn sie den Antichristen in Person wählt. Der Antichrist ist noch nicht da. Und Gott wird nie einen Menschen richten, bevor er nicht gerichtsreif ist. Und Gott wird nie die Völker richten, wenn sie nicht gerichtsreif sind. Wann werden die Völker gerichtsreif? Wenn sie den Antichristen in Person gewählt haben und nach Offenbarung 13 den Teufel und den Antichrist anbeten. Die Wiederkunft Jesu kommt also für die Völker als Richter. Es tun sich da viele Gläubige schwer, dass sie das so schön auseinanderkriegen, wenn sie diesen Endzeitsüberblick versuchen zu gewinnen. Ja, der Herr Jesus kommt für die Völker als Richter, gut und schön. Und was ist mit Israel? Naja, mit Israel, da kommt er ja als König. Und was ist für seine Gemeinde? Naja, für die Gemeinde kommt er als das Haupt im Himmel, als der Bräutigam. Ja, aber das ist doch gar nicht möglich. Der Herr Jesus kann doch nicht alles auf einmal sein. Doch kann er. Er kann doch nicht alles auf einmal erledigen. Doch kann er. Kann er. Warum? Ein ganz primitives Beispiel. Ich stehe in diesen Tagen vor euch als Bruder im Herrn, als Evangelist, als Verkündiger des Evangeliums. Das ist richtig, das bin ich. Und wenn ich nach Hause kam, da sind da so ein paar Kinder, die sagen, nö, der ist nicht nur Evangelist, das ist unser Vater. Und dann geht's los, was der Papa alles machen muss. Was in der Zwischenzeit passiert ist, als der Papa weg war und das ist kaputt gegangen und da brauchen wir Geld für und da musst du mit hin und dann geht's rund. Tja, und dann ist noch eine Frau da, die sagt, das ist mein Mann. Und da ist noch eine Mutter da, die sagt, das ist mein Sohn. Und da sind noch ein paar Nachbarn, die sagen, das ist unser Nachbar. Ja Leute, stimmt denn das alles? Das stimmt. Man kann in einer Person zu gleicher Zeit viele sein, ohne sich zu verändern. Ja, aber ihr Lieben, wenn das bei uns so ist, nicht? Wir können Ehemann, wir können Ehefrau, wir können Mutter, wir können Großmutter, wir können Großvater, wir können Nachbarn, wir können alles auf einmal sein. Ja, genauso ist es beim Herrn Jesus. Wenn der Jesus wiederkommt, kommt er in einer einzigen Person, in einer göttlichen, herrlichen Persönlichkeit, aber für die Weltvölker kommt er als Richter. Warum? Weil sie die Gnade nicht wollen. Und wo richtet er die Weltvölker? Ihr Lieben, und ihr müsst mir genau hinhören.
Ich möchte jetzt keine Schleichwerbung für eine Israelreise machen, aber ich sage euch das eine, das muss man an Ort und Stelle gesehen haben. Wo hat der Sohn Gottes sein Herzblut vergossen? Auf Golgatha. Wo liegt Golgatha? Da war Jerusalem, im Stamme Benjamin. Da auf dem Kalksteingebirge da, bei den Bergen von Jerusalem. So, dort ist also die Gnade unseres Herrn Jesu Christi auf Golgatha offenbart. Ja. Die Weltvölker bekommen diese Gnade von Golgatha 2000 Jahre verkündigt, nehmen sie nicht an. Gut. Ist ihre Sache. Ist nicht gut, dass sie nicht annehmen, aber das ist ihre Sache. So. Und jetzt kommt das Gericht. Wo? In Israel. Und das Gericht kommt in zwei Teilen. Als erstes wird gerichtet ein Gog von Magog. Und er findet seinen Beerdigungsplatz unten in Hamona am Toten Meer. Gogshaufental, sagt Ezekiel 39. Und wenn dieses Gericht stattgefunden hat, wo sie 7 Monate die Leichen beerdigen und 7 Jahre die Waffen einschmelzen werden, wenn das Gericht erledigt ist über diesen Gog von Magog mit seinen Völkermassen, dann kommt das Gericht über den Antichristen. Wo zieht der Antichrist seine Heere zusammen? Wo? Am Pentagon in Amerika? Ach, ihr Lieben. Er zieht seine Heere zusammen in Moskau. Ach, das ist doch gar nicht wahr. Wo denn? In Harmagedon. Wo liegt Harmagedon? Har heißt Berg und Magedon kommt von Megiddo. Harmagedon ist der Berg von Megiddo. Und der Berg von Megiddo ist das Ende von dem Berge Karmel, der 35 Kilometer lang, 500 Meter hoch, am Mittelmeer anfängt und dann ganz flach wird bis hin in die Jezreel-Ebene. Und wo der Berg von Megiddo aufhört, da liegt Megiddo. Und da ist ein riesengroßes Tal, 85 mal 45 Kilometer groß und dazu sagt man Harmagedon. Und dort zieht der Antichrist seine Heere zusammen und dort wird die Elite des Antichristen gerichtet. Wie? Dass das Blut der Erschlagenen gehen wird in einer Höhe, wie das Zaumzeug der Pferde ist. Naja, so ein Pony ist etwas kleiner, normales Pferd, wird vielleicht so 1,20 Meter, 1,50 Meter sein. So hoch? Ja, so hoch. Und wie weit? 1600 Stadien. Luther übersetzt Feldweg, das ist ja ganz irrig. Ein Stadion hat 185 bis 192 Meter. Und jetzt müssen die Mathematiker mal mitrechnen. 1600 Stadien mal 192 Meter gibt genau 307 Kilometer. Das Blut der Erschlagenen steht in einer Höhe, wie das Zaumzeug der Pferde ist, im Umkreis von 300 Kilometern. Und jetzt setzen wir den Zirkel in Jerusalem an und gehen mal mit unserem Zirkel jetzt, wir müssen also die Hälfte nehmen von den 300 Kilometern, mit 150 Kilometern in der Runde. Da kommen wir wieder unten nach Hamona, wo der Gog von Magog schon beerdigt liegt am Toten Meer. Und dann kommen wir genau nach oben nach Harmagedon. Das sind genau 150 Kilometer Luftlinie. Und in dem Lande, wo der Sohn Gottes die Gnade in seinem Blut erwirkt hat, in dem Lande wird Christus die Völker richten. Und die Völker werden in ihrem eigenen Blut ertrinken, weil das Blut im Umkreis von 300 Kilometern stehen wird, so hoch wie das Zaumzeug der Pferde. Das können wir uns nicht vorstellen, aber die Schrift sagt es so. Wer die Gnade im Blut von Golgatha nicht will, bekommt das Gericht in seinem eigenen Blut, wie es das Alte Testament sagt, sein Blut sei auf seinem Haupte, wo? Im Lande Israel. In Harmagedon fängt es an und zieht sich bis nach Jerusalem hin. Dort werden die Völker gerichtet. Das ist also die Wiederkunft des Herrn für die Völker. Ihr Lieben, die Zeit ist ja viel zu kurz, um alles auszuloten. Ich darf jetzt Matthäus 24, 15 auch nur überblickartig durchnehmen und möchte euch zeigen, wenn der Herr wiederkommt, und seine Füße stehen dann wieder auf dem Ölberg, von dem es hier in Vers 3 heißt, er sitzt mit seinen Jüngern auf dem Ölberg. Was geschieht denn mit Israel? Nun, Israel geht auch durch das Gericht. Denn wir hörten ja gestern schon Vers 15, der Tempel, Vers 16, das jüdische Land, Vers 17, die flachen Dächer, Vers 20, der Sabbat, Vers 21, große Trübsal, Drangsal in Jakob, heißt es im Propheten Jeremia. Das ist eindeutig für Israel. Wer sind die Auserwählten? Vers 22 und Vers, später haben wir es dann, Vers 24, Vers 31.
Diese Auserwählten sind ja niemals die Gemeinde Jesu. Sonst müssten ja alle wiedergeborenen Gläubigen in Häusern mit flachen Dächern im jüdischen Lande wohnen. Das geht nicht. Hier ist eindeutig Israel gemeint. Aber was geschieht mit diesem Volk? Dieses Volk wird gerüttelt und geschüttelt von falschen Messiasen. Vers 24, der falsche Christus. Der Antichristus wird auftreten durch Zeichen und Wunder, gerade im Volke Israel, weil der Heiland in Johannes 5 sagt, wir kennen diesen berühmten Vers, ein anderer wird kommen in seinem eigenen Namen, den werdet ihr annehmen. Das ist der falsche Messias. Hier heißt es Vers 24, natürlich wieder schön lutherdeutsch, falsche Christi. Was heißt Christus? Christus heißt Messias. Was ist der falsche Messias? Der Antichristus. Wir sagen abgekürzt, der Antichrist. Auf Griechisch Antichristos. Wo offenbart sich der Antichrist? Natürlich in Jerusalem. Warum in Jerusalem? Wer Jerusalem hat, hat die Weltherrschaft. Ganz einfach. Warum in Jerusalem? Weil in Jerusalem, Vers 15, im Tempel der Gräuel der Verwüstung aufgerichtet wird. Ihr Lieben, ich könnte jetzt stundenlang darüber sprechen, und wenn uns der Herr nicht vorentrückt, oder wir durch den irdischen Tod von der Erde weggenommen werden, könnten wir es noch miterleben, dass die Juden in Jerusalem den Tempel bauen. Da könnte man stundenlang drüber sprechen. Als im August 82 die neue Synagoge eingeweiht wurde am Oberrabbinat, da war der damalige Oberrabbiner Shlomo Goren zugegen, jetzt ist ein anderer Herr da, die werden alle 5 Jahre ausgewechselt, neu gewählt, demokratisches Prinzip. Und da hat dieser gute Mann gesagt, nachdem wir nun diese Synagoge gebaut haben, wo ein einziger amerikanischer Jude 11 Millionen Dollar gespendet hat für diese Synagoge, so glitzert die von Marmor und Kostbarkeiten. Nachdem wir diese Synagoge gebaut haben, ist unser nächstes Ziel der Tempelbau. Dann hat der Oberrabbiner natürlich sofort ein Dekret entlassen. Es darf niemand, weder von der israelischen Luftwaffe, sonst was noch an Flugzeugen kreucht und fleucht am Himmel, den Tempelplatz überfliegen. Warum nicht? Der Tempelplatz ist doch noch in mohammedanischer Hand. Die Herren Mullahs und Ayatollahs und Muazzim und wie die arabischen Geistlichen heißen, die herrschen doch darüber. War doch jetzt im Oktober, nein, es war voriges Jahr im Sommer. Da sind wir 3-mal am Tempelplatz gewesen, wir kamen nicht drauf. Warum nicht? Es war der Fastenmonat Ramadan. Die arabischen Moslems herrschen über den Tempelplatz. Und die Juden beten am Tempelplatz, unten an der Klagemauer. Die Klagemauer ist ja nur die Westmauer, die Stützmauer vom Tempelplatz. Und jetzt suchen sie und jetzt graben sie und jetzt forschen sie und jetzt protestieren sie. Und einer ist sogar auf den Tempelplatz gestürmt und hat da ein paar Araber niedergeschossen. Ein militanter Jude aus Amerika. Es ist fast alles Import von militanten, fanatischen, orthodoxen Juden aus Amerika, die schießen dann dort um sich. Sie wollen mit aller Gewalt auf den Tempelplatz, sie wollen ihren Tempel wieder bauen. Und nun stelle ich euch die Frage, wenn die den Tempel bauen, der Tempelplatz ist ja nun zwar quadratmetermäßig noch da, wie es zur Zeit des Herodes, zur Zeit Jesu war, nicht 490 Meter lang und an der breitesten Stelle 321 Meter breit, das ist ja alles da, aber verwüstet, zertreten, arabische Heiligtümer, den Juden ein Gräuel. Die sehnen alle einen Dämonen. Glaubt ja nicht, dass ein frommer Jude je auf den Tempelplatz geht und dann irgendeine Moschee zu diesem Allah betet. So was gibt es überhaupt. Genauso wie die fanatischen frommen Juden den Herrn Jesus als Messias ablehnen, lehnen sie den Mohammed genauso ab. Aber jetzt kommt's. Sie haben den Tempelplatz wieder. Und unsere wiedergeborenen Brüder und Schwestern in Jerusalem sagen, sie könnten, wenn der Gog von Magog in Israel einfällt, den Tempelplatz wiederkriegen, weil durch den Gog von Magog-Krieg erstens Erdbeben geschehen, dass Oma und Aqsa-Moschee und alle Heiligtümer der Araber auf dem Tempelplatz einstürzen, oder dass in diesen Kriegswirren die Heiligtümer zerstört werden. Man rechnet sogar damit, dass fromme Juden, die in der israelischen Armee sind, nur auf die Gelegenheit warten, diese Heiligtümer zu bombardieren, was bisher nicht der Fall war. Als 67 Alt-Jerusalem erobert wurde, haben die Israelis fast 200 Soldaten geopfert, ich glaube 178 genau, um die arabischen und christlichen Heiligtümer zu schützen. Sie haben keine schwere Artillerie und Panzer eingesetzt. Sie haben im Nahkampf über 180 oder 170 Soldaten verloren, weil sie diese engen Gassen mit der Maschinenpistole in der Hand durchgangen sind. Und die arabischen Scharfschützen, die saßen dann in den Häusern
und knallten die Juden ab wie die Kaninchen, statt dass sie jetzt schwere Waffen eingesetzt hätten. Sie wollten die Oma und Aksa-Moschee schonen. Aber ihr Lieben, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, und darauf warten die fanatischen Juden, die weltlichen nicht, die europäischen auch nicht, aber die frommen Juden, das orientalische Element in Israel, 2/3 der israelischen Bewohner kommen aus den arabischen, orientalischen Ländern, die wollen den Tempel wieder aufbauen. Ja, ihr Lieben, wenn der Augenblick gekommen ist, dann wird Oma und Aksa-Moschee und alles, was auf dem Tempelplatz steht, von den letzten 2000 Jahren, wird vernichtet. Dann wird ausgegraben, dann wird gesucht, wo war der Tempel, dann wird der Tempel abgesperrt. Dann dürfen nur die Kohanim, die Priester und Leviten auf den Tempelplatz. Und dann wird der Tempelplatz gereinigt von dem 2000-Jährigen zertreten werden. Und nun frage ich euch als Bibelleser, wenn die Juden den Herrn Jesus als das Lamm Gottes nicht anerkennen, wie werden die den Tempelplatz überhaupt betreten und heiligen können? Sie werden genauso, wie es in Esra Kapitel 3 heißt, als erstes den Altar aufrichten, wie Elia mit 12 Steinen nach der Zahl der 12 Stämme Israels, und werden das blutige Opfer einführen. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht, dass je ein Jude den Tempelplatz betreten kann. Und dann werden sie das Blut ausfließen lassen in die Opferschale. Und dann werden die aus dem Priesterstamm, die heute in Israel eine starke Führung haben, die genau wissen, dass sie von Aaron abstammen. Nach 3500 Jahren gibt es immer noch die Aaroniten, die Kohanim, wie es auf Hebräisch heißt. Die werden dann den Isop nehmen, diesen büschelartigen Strauch, und werden dann in die Opferschale tauchen, werden den ganzen Tempelplatz mit dem Blut der Opfertiere absprengen. Und dann werden sie, diese Leviten, den Tempelplatz bauen. Genauso wie es zur Zeit Herodes war, da durfte keiner aus Israel und schon lange keiner aus den Heiden den Tempelplatz bauen oder den Tempel, sondern nur die Priester und die Leviten. Die müssen dann sitzen und die Steine behauen und die Steine aufeinander richten und den Tempel bauen, wie es im Alten Testament geschrieben steht. Und in diesem Tempel wird sich nach meiner Erkenntnis der Antichrist setzen. Und die Juden werden auf den Millimeter genau diesen Tempel bauen. Und dieser Tempel entspricht ja dem Tempel Salomos, der Stiftshütte. Und wer die Stiftshütte und den Tempel Salomos kennt, weiß, dass das genau die Form des Kreuzes von Golgatha ist. Die Priester gehen durch die Tür hinein in den Tempelvorhof, kommen im Tempelvorhof zum Brandopferaltar, vom Brandopferaltar zum Waschbecken und gehen genau den senkrechten Weg des Kreuzesbalkens hinein in den Tempel. Dann gehen sie nach rechts, wo der Schaubrottisch stand, und nach links, wo der siebenarmige Leuchter stand. Und wenn ihr meinen Handbewegungen gefolgt seid, dann habt ihr genau die Form des Kreuzes gesehen. Und das wird nach meiner Erkenntnis Groll der Verwüstung sein, Matthäus 24, 15. Der Antichrist muss fleischmäßig ein Jude sein, sonst würden sie nicht annehmen. Er wird aber gleichzeitig ein Weltführer und Verführer sein, wo Adolf Hitler und Nero und Alexander und wie sie hießen und Napoleon, alle weißen Knaben dagegen waren. Und dieser Weltführer, ihm wird es gelingen, die ganze Welt zu beherrschen, gleichzeitig im Fleisch Jude zu sein, sich gleichzeitig bei den Juden einzuschmeicheln, sich gleichzeitig in den erbauten Tempel zu setzen. Und da der Antichrist eine Inkarnation des Teufels ist, eine Fleischwerdung, wird sich der Satan, der auf Golgatha besiegt ist, im Antichristen in den Tempel setzen, und der Tempel ist in der Form des Kreuzes gebaut. Der Antichrist wird sich auf das Kreuz von Golgatha setzen, das in symbolischer Weise im Tempel liegt, und das wird dann der Gräuel der Verwüstung sein. Und das ist nun das Kernwort in Matthäus 24, 24, falsche Christi. Hier ist er da, der falsche Christus, der Antichristus. Und dann lesen wir in Vers 27, wie der Blitz ausgeht. Hier habt ihr wieder den Blitz, das Gericht, das Feuer scheint. Bis zum Niedergang, vom Aufgang, das ist Osten. Vom Osten kommt der Herr wieder. Er kommt vom Ölberg wieder. Der Ölberg liegt im Osten. Hesekiel 43, 4 sagt uns, dass er durch das Osttor in Jerusalem einzieht. So wird die Wiederkunft des Menschen sein. Wo das Aas ist, da sammeln sich die Adler. Gericht. Die Welt ist wie ein Aas. Die Welt ist verwest, ist verfault in der Sünde. Und nun kommen die Gerichtesadler. Und dann, was jetzt ab Vers 29 steht, steht nicht für die glaubende Gemeinde, sondern für Israel geschrieben.
bald nach der Trübsal kommt der Herr. Sonne, Mond und Sterne werden ihren Schein verlieren. Die Sterne werden vom Himmel fallen. Die Kräfte der Himmel werden sich bewegen. Alsdann werden sie, die Israeliten, des Menschensohn sehen am Himmel. Da steht ja bereits in Daniel 7, Vers 13. Und Daniel 7, Vers 13 hat nicht die Gemeinde gesehen. Da steht schon des Menschensohn. Und hier wiederholt der Herr das in Vers 30. Des Menschensohn kommt wieder in den Wolken des Himmels. Und sie werden das Zeichen des Menschensohnes am Himmel sehen. Das Zeichen, dem widersprochen wird, sagt der greise Simeon zu Maria, als das Jesuskind im Tempel dargestellt wird. Ja, was ist denn das Zeichen, das widersprochen wird, dem die Juden bis heute so fanatisch widersprechen? Es ist das Kreuz. Ihr glaubt doch nicht, dass es in Israel rotes Kreuz gibt. In Israel gibt es den roten Davidstern. Und im mohammedanischen Nennen gibt es den roten Halbmond. Mir sei kein Kreuz aufs Grab gesetzt, sei es Holz, sei es Eisen oder Stein. Stets hat es meine Seele verletzt, dies Marterholz voll Blut und Pein. Dass eine Welt so Gott beseelt, so voller Wonne um und um und sich einen Galgen hat erwählt als Glaubenssymbolum. Das hat ein Jude gedichtet. Heinrich Heine ist sein Name, lebte vor über 100 Jahren. Mir sei kein Kreuz aufs Grab gesetzt. Da gibt es jetzt in Israel eine erschütternde Geschichte, dass eine Frau im KZ mit den Juden gelitten hat, hat einen Juden geheiratet, ist ganz ins Judentum aufgegangen und hat vergessen, offiziell zum Judentum zu übertreten. Jetzt ist die Frau gestorben, wird auf dem jüdischen Friedhof beerdigt, weil ihre ganze Familie jüdisch ist, und jetzt kommen die orthodoxen Juden und sagen, nö, die Leiche kann hier nicht beerdigt werden, die muss auf dem christlichen Friedhof, weg damit. Kann man sich sowas vorstellen? Mir sei kein Kreuz aufs Grab gesetzt. Das ist das Zeichen, dem die Juden bis heute widersprechen. Vers 30. Und nun erscheint das Zeichen des Menschensohnes. Zwar nicht das Kreuz als Symbol, sondern der Gekreuzigte, den sie durchstochen haben, sagt Zacharia, Kapitel 12, Abvers 10. Und nun werden heulen alle Geschlechter, wörtlich alle Stämme. Die 12 Stämme auf Erden, nein, im Lande. Das griechische Wort Gea oder Gea kann Land, kann Erde heißen. Das hebräische Wort Eretz kann Land, kann Erde heißen. Ist kein Unterschied. Also die Geschlechter Israels im Lande sehen kommen des Menschensohn in den Wolken. Und nun sammelt er durch seine Engel mit hellen Posaunen die Auserwählten von den vier Winden. Das ist doch nicht die Entrückung der Gemeinde, ihr Lieben. Das ist der Rest Israels, der in der Welt noch zerstreut ist. Der wird nach Israel versammelt. Und jetzt kommt sofort Vers 32 in der das mit dem Feigenbaum. So wird der Herr sich für Israel und so wird der Herr sich in Israel offenbaren. Und dann kam ihm meine bescheidene Schrifterkenntnis ab Vers 37. Jetzt erst redet er von dem Kommen für seine Gemeinde, obwohl viele oder manche gläubige Schriftausleger auch nur Kapitel 25 mehr für Israel sehen. Habe ich die Freiheit, das seelsorgerlich, und das war gestern Abend mein Anliegen, ihr Lieben, ich habe gestern Abend nicht dogmatisch gesprochen, sondern seelsorgerlich. Das war mein seelsorgerliches Anliegen, zu zeigen, wenn also der Herr für die Völker als Richter kommt, im zweiten Teil, ab Vers 15 in unserem Text, für Israel als König, als den sie durchbohrt haben, nachdem sie an dem falschen Messias, an dem Antichristen zu Schanden geworden sind, und er offenbart sich Israel als König, dann meine ich ab Vers 37 zu sehen und ab Kapitel 25, Vers 1, der Bräutigam. Der Bräutigam kommt nach meiner Erkenntnis für seine Brautgemeinde. Es gibt ja Schriftausleger, die dividieren das so eine auseinander, die sagen, der Jesus Christus kommt für seine Brautgemeinde nur als Haupt und wir sind das Leib, wir sind Leibesgemeinde. Und er kommt für Israel als Bräutigam, weil Israel im Alten Testament immer das Weib oder die Braut des Herrn genannt wird. Dem können wir nur bedingt zustimmen. Ihr wisst ja, dass Israel den Messias verworfen hat und ihn bis heute verworfen hat als ganzes Volk. Also kann Israel gar nicht die Braut sein. Kann höchstens eine Hure sein, aber keine Braut. Und für die Hure kommt der Herr nicht wieder. Er kommt für die Braut. Wer ist denn in der Zeit Braut, wo Israel verworfen ist? Nur die neutestamentliche Gemeinde. Sie ist Leib und sie ist Braut. Das Geheimnis ist groß, ich sage von Christus und der Gemeinde, Epheser 5. Eindeutig. Und deswegen meine ich, Matthäus 25 ist der letzte und dritte Teil der Wiederkunft des Herrn.
Der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Und nun werden es gestern Abend seelsorgerlich. Ich sage es jetzt noch einmal seelsorgerlich. Wenn der Jesus kommt, um seine Brautgemeinde heimzuholen, werden nicht alle, die sich Christen oder gläubig oder Wiedergeborene nennen, wiedergeboren und dabei sein. Frage, wer wird dabei sein? Und ihr Lieben, nehmt mir es bitte, bitte nicht übel, wenn ich wieder so seelsorgerlich spreche. Es werden nur die dabei sein, bei denen es brennt. Und die werden nicht dabei sein, bei denen es nicht brennt, wo es heißt, unsere Lampen verlöschen. Und ich weiß nicht, dass wir uns immer so schwer dogmatisch die Köpfe einschlagen. Wie ist das mit dem Gleichnis von den törichten Jungfrauen? Das ist doch so einfach. Bei den einen brennt es eben nicht, die haben eben kein Öl. Und wenn das heißt, unsere Lampen verlöschen, will ich sagen, dass wir das auf jeder Reise gesehen haben, aber irgendwie sehen wir immer etwas vom alten Israel, sogar bei den Arabern, wie die den Bräutigam oder die Braut abholen und wie sie dann tanzen und jauchzen und klatschen auf der Straße und wieder Hochzeit gefeiert wird, so wie es hier geschrieben steht. Da bedeutet das, die gingen mit den Lampen entgegen, aber die Lampen waren leer. Denn wenn der Bräutigam jetzt 3 oder 4 oder 5 Kilometer ab wurde oder noch mehr, können die doch nicht immer, die Lampen waren ja zum Teil offen, wie so eine Schale. Die können doch nicht so wie mit einem rohen Ei in der Hand jetzt die Kilometer laufen, dass ja nichts von dem Öl verschüttet oder vergossen wird. Die Öllampe war leer. Die musste für die Wanderung leer sein. Die wurde sogar so leer hier an einen Riemen gebunden und die trug man wie eine Tasche an der Seite. Aber im Docht der Öllampe, da war eben Öl drin. Und deswegen heißt es, der Docht brennt für einen Augenblick und dann hat das Feuer aus dem Docht das Öl ausgesaugt und dann verlöschen sie. Und dann ist kein Öl mehr da. Warum nicht? Weil die anderen haben auch die Lampe, aber sie haben das Nachfüllgefäß. Denn das Nachfüllgefäß war keine offene Öllampe, sondern das Nachfüllgefäß war ein mit einem Korken verschlossenes Gefäß, vielleicht so dick wie ein Daumen oder noch dicker, so einen langen Flaschenhals, und dann so ein bauschiges, rundes Gefäß wie so eine Vase. Und oben auf die Öffnung beim Flaschenhals, da wurde jetzt der Korken drauf getan und an dem Henkel oder an den zwei Henkel trug man das wie eine Tasche an der Seite. Also das Ölgefäß ist das Entscheidende. Und wenn es hier heißt, die Lampen verlöschen, ihr Lieben, warum sollen wir uns denn hier dogmatisch herumschlagen? Natürlich war so ein bisschen Öl da in ihrem Doch. Das ist, habe ich ja gestern Abend schon gesagt, es gibt seelische Bekehrungen. Die haben so ein bisschen oben so von ihrem Mund so bis so kurz vor das Herz, haben sie so ein bisschen Öl, ne? So ein bisschen Lippenbekenntnis hier oben, können die Lieder mitsingen, können zum Teil fromm beten. Aber es ist nie bis in die Tiefe ihres Herzens durchgedrungen durch die Entscheidung, ich will. Ja, ich denke, ja, ich fühle, ja, ich hoffe, ja, ich meine, ja, ich singe, ja, ich bete. Dadurch geschieht keine Wiedergeburt. Die Wiedergeburt geschieht, ich will. Und wenn sich der Mensch ganz durch das Ich will hingegeben hat und so im Herrn lebt, wie wir es gestern Abend hörten, mit Christus gekreuzigt sein, dann ist er bereit. Dann hat er Öl in seinem Gefäß. Dann brennt es. Und ihr Lieben, ich habe in diesen Tagen festgestellt, einige von euch kannte ich ja von früher, viele von euch sind mir sehr neu geworden. Ich sehe euch genauso, wie ich mich sehe, als einen begnadigten Sünder. Mehr seid ihr nicht, mehr bin ich auch. Ich bin ein Erdenwurm, 69% aus Wasser bestehend. Wenn die 69% Wasser raus sind aus mir und aus dir, da bleibt so ein Häuflein Staub übrig und dieser Staub verwächst. Und von diesem Staub wird nichts auferstehen. Gott sei Dank nichts. Gar nichts. Auferstehen wird eine ganz neue Schöpfung im Herrlichkeitsland. Aber in dir und mir, dem Staub geboren, hat Gott eine neue Schöpfung begonnen. Und wenn man so als Evangelist reist, kriegt man ein Fingerspitzengefühl und kann sagen, die ganze Gemeinde, alle Ortsgemeinden, alle Gläubigen sind nur begnadigte Sünder, mit allen Fehlern und Schwächen. Aber man merkt, wo es brennt und wo es nicht brennt. Und ich habe den Eindruck, bei einem großen Teil von euch brennt's. Obwohl ihr auch Schwachheiten und Sünden und Gebundenheiten und Unvollkommenheiten an euch habt. Das haben wir alle. Wir müssen ja im Glauben wachsen. Aber entscheidend ist die Hingabe. Ich höre oft in Ortsgemeinden, wie gesungen wird.
ob es in den Herzen der Gläubigen brennt. Wie gebetet wird, ob es in den Herzen der Gläubigen brennt. Wenn man in ihr Haus kommt, wie es in ihrem Hause zugeht, ob es in ihrem Herzen brennt, das spürt man. Und ich meine, das ist das Entscheidende. Und deswegen, wenn der Jesus kommt für seine Gemeinde, kommt er als Bräutigam zu denen, in deren Herzen es brennt, wie eben unser Bruder einleitend spielte, mein Jesus, ich liebe dich. Und mehr will der Bräutigam nicht. Wir können noch so unvollkommen und noch so verdrehte Kreaturen sein. Hauptsache in unserem Herzen brennt die reine Liebe zu Jesus, die in dem Bekenntnis des 73. Psalms gipfelt, wenn ich dich nur habe, dich, denn Jesus, da frage ich nichts mehr nach Himmel und Erde. Und für die kommt er als Bräutigam zur Entrückung seiner Gemeinde. Wenn ich dich nur habe, frage ich nichts mehr nach Himmel und Erde. Damit wollen wir dieses Textwort abschließen, der für die Völker als Richter kommt, der für Israel als König kommt, kommt für uns als Bräutigam unserer Seele. Wohl uns, wenn es bei uns brennt, wenn es bei uns mehr brennt, wenn es bei uns durch das Ewigkeitsfeuer des Heiligen Geistes so brennt, dass wenn der Jesus wiederkommt, wir brennend erfunden werden, mit einem brennenden Herzen, bereit sind auf sein Kommen, dass das Alte, dass das Kalte, dass das Tote, das Weltliche und stirbt und dass die Flamme des Heiligen Geistes in unseren Herzen dem Herrn entgegenbrennt, von dem die Urgemeinde betet und sagte, Maranatha, unser Herr, kommt. Wir können alle antworten, ja, komme bald, Herr Jesus, komme jetzt, komme hier, komme heute, lieber heute als morgen, komme bald, Herr Jesus. Amen.